Bitte schön. Frau Hasselmann. Okay, ich versuch's noch mal. Dann sage ich auch allen noch mal guten Morgen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit gestern am späten Nachmittag und letztlich am Abend muss doch den meisten Menschen klar sein, dass die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 absolut eskaliert. Es gibt hunderte Verletzte, darunter Jugendliche und ältere Menschen. Und wenn Sie heute die eine oder andere Zeitung lesen, dann nenne ich Ihnen Überschriften wie "Zielt in die Mitte". Und deshalb achten Sie bitte mal auf Ihre Empörung. Es gibt hunderte Verletzte, darunter Jugendliche und ältere Menschen, ganz normale Menschen. Das konnten Sie alle gestern in den Medien sehen. Die Lage vor Ort spitzt sich absolut zu. Und es gibt anscheinend überhaupt keine Ebene mehr des Miteinanderredens, weder in Stuttgart vor Ort noch auf der Landesebene in Baden-Württemberg. Es ist noch nicht lange her, meine Damen und Herren, da haben wir hier und in der Öffentlichkeit mit Joachim Gauck einen interessanten Diskurs über die Einmischung und Teilhabe von Menschen, über den Einsatz und das Stärken der Demokratie, das Engagement für ihr Gemeinwesen gesprochen. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, hat Joachim Gauck von Sprachstörungen zwischen Regierenden und Regierten gesprochen. Und sehen Sie sich vor diesem Hintergrund dieser Aussage die Lage in Stuttgart an. Ich finde, wir hier im Deutschen Bundestag müssen uns mit dieser Situation beschäftigen. Es reicht nicht aus zu sagen, das ist ein Thema für Stuttgart und Baden-Württemberg. Wir sind hier im Bundestag Teil dieser Debatte. Der Bund gibt Geld in das Projekt Stuttgart 21, ohne dass es nicht realisiert werden könnte. Die Bahn AG, in der Verantwortung dieses Parlaments unter anderem, ist in der Verantwortung für die Planungen dieses Projektes. Und nicht zuletzt die Kanzlerin hat in der Einbringung des Haushaltes Stuttgart 21 hier in diesem Parlament von diesem Ort aus zum Thema gemacht, als sie sagte, die Landtagswahl in Baden-Württemberg sei eine Abstimmung über das Projekt Stuttgart 21. Meine Damen und Herren, das sind mindestens drei Gründe, die uns verpflichten, nicht länger wegzugucken und hier im Parlament die Debatte über Stuttgart 21 und die Frage, welche Wirkungen hat dies für unser Gemeinwesen, zu führen. Der Polizeieinsatz, über den an geeigneter Stelle noch zu reden sein wird, der unmittelbare Zwang, glauben Sie eigentlich ernsthaft, dass mit dem Verweis darauf, die Polizei habe so handeln müssen, was überhaupt 14-Jährige auf Demonstrationen machen. Gestern hörte ich gar das Argument, es handle sich nicht um eine angemeldete Demonstration. Meine Damen und Herren, in diesem Land muss man Demonstrationen nicht anmelden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Das alles zeigt doch, so ist dieses Projekt nicht durchzusetzen. Man hat doch das Gefühl, Augen zu und durch, und das wird so nicht gehen, wenn man die Bilder aus der letzten Nacht gesehen hat. Und deshalb finde ich, müssen wir auch hier eine Debatte darüber führen, welchen Beitrag kann der Deutsche Bundestag leisten, um die völlig eskalierte Situation in Stuttgart zu befrieden. Es geht doch jetzt darum, dass man die Frage des Miteinanderredens, die Frage des, wie man zu
einer befriedeten Situation kommen kann, auch hier in diesem Haus erörtert und hier seine Verantwortung wahrnimmt. Und deshalb haben wir den Geschäftsordnungsantrag gestellt. Und deshalb möchten wir, dass Sie mit uns diese Debatte führen, in Verantwortung für die lebendige Zivilgesellschaft, in Verantwortung für das Gemeinwesen. Und kommen Sie da nicht einfach mit irgendwelchen Sprüchen darüber, man muss nicht auf solche Demonstrationen gehen.